Wir laufen jetzt schön Jurek essen. Suchen uns jetzt einen Restaurant, wo wir eine richtig geile Suppe kriegen. Und dann nehmen wir euch mit. Hier bei Limitless. Schön lecker Jurek essen jetzt. Müssen wir mal gucken, in welchen Laden wir jetzt gleich reingehen. Polnische Suppe, kennt jeder Pole, Jurek. Hier sind natürlich abends die Restaurants auch alle schön rappelvoll. Am Wasser. Mein Papa hat früher immer gesagt, draußen am Wasser schmeckt es immer doppelt so lecker. Ja, das stimmt. Draußen schmeckt es immer besser. Guck mal, hier muss ich, ob es Schuhe gibt. Stimmt, oder? Suppe, Jurek, Chlebko. Also wir müssen hier rein. Ja, das ist gut. Das ist unsere Suppe. Die hauen wir uns jetzt rein. Ja. Hier rein. Ist das da? Ach, hier. So, das ist unser Laden jetzt. Wir haben jetzt richtig Bock auf eine richtig polnische Suppe, Jurek. Nehmen wir euch mit hier auf Limitless. Ah, schön gemütlich hier warm. So, wir sind jetzt hier in der Taverne Dominikanska. Das ist auch direkt hier natürlich am Wasser. Sehr schön. Und direkt vor uns ist das Schiff. Direkt vor uns ist das Schiff, was hier um 11, 13 und 15 Uhr immer ablegt. Ja, wir gönnen uns jetzt erstmal eine Suppe. Ich zeige euch mal die Karte, was es hier so gibt. Hier gibt es auch, alles, alles auf Deutsch auch beschrieben. Und für uns gibt es jetzt hier Jurek w chlebie, schön Mehlsuppe im Brot. Das ist polnische Traditionssuppe, ist das. Kennt jede Mutti, kann die zu Hause kochen. Wir haben jetzt schon mal Brot bekommen mit Heringsbutter tatsächlich. Schon probieren, schmeckt's gut? Okay. Ich habe mir natürlich noch eine Pepsi gegönnt. In Polen ist ja klar, Cola gibt es nicht. Pepsi ist hier die Cola. Probieren wir mal. Wie schmeckt das, nach Hering oder was? So, probieren wir mal hier. Heringsbutter habe ich aber auch noch nie gegessen. Da ist sowieso Hering und so weiter liegen. Boah. Ne? Also ich mag auch Hering. So als Butter ist schon echt besonders. Schmeckt sehr fischig auf jeden Fall, ne? Ich liebe es. Also da wird sowieso ein bisschen. Doch, ist lecker. Kann man essen. Kann man probieren auf jeden Fall. Für uns gibt es gleich erstmal einen Wodka. Zum Aufwärmen. Ja, das war durchgefroren. War richtig lecker. Außer. Doch, Essen ist hier wirklich, egal wo ihr hingeht, das ist wirklich immer sehr gut. Also da könnt ihr nichts verkehrt machen. Richtig. So, cheers. Ja, auf euch. Prost. Lecker. Wodka Wyborowa aus Polen. Schmeckt aber auch. Also, Wodka schmeckt nie, aber die kann man trinken. Auch schön mit der Dekoration hier gemacht. Auch ein sehr, sehr schönes Restaurant. Ich finde auch die Stühle mega schön. Ja, die Stühle hier, das sind so eine richtigen, kann man auch bei Otto bestellen, ja, bestimmt. Kann man. Da kenne ich jemanden, der da gerne bestellt. Mein Schatzi, geht ja gerne zu Otto. Bitte was? Ich will nochmal die Heringsbutter mit Brot. Ist schon echt was Besonderes, habe ich so noch nie gegessen. Also jeder kennt Salzbutter. Ja, genau. Und das ist nochmal so eine Stufe höher. Ja, schmeckt auch schön salzig, fischig. Mit Dill, glaube ich, oder so. Ist ein Zeug noch drin. Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass da Dill mit drin ist. Geil. Wirklich lecker. Habt ihr schon mal Heringsbutter gegessen? Also ich bis jetzt nicht. Und das schmeckt richtig lecker. Das ist das erste Mal. Also wie gesagt, da ist ja sowieso kein Butterfergen. Aber das schmeckt schon.
Kaviar. Hat das so einen Kaviar-Geschmack? Kaviar-Geschmack. Also wer Kaviar mag, mega. Also ich genieße es gerade. Es schmeckt richtig lecker. Lecker, lecker. Mal gucken gleich, wenn die Suppe kommt. Auch die Kellner sind hier alle voll top angezogen. Der hat jetzt ein weißes Hemd an mit einer Krawatte, mit einer Fliege. Doch, Polen hat auf jeden Fall, wie gesagt, ich war jetzt, glaube ich, seit 7 Jahren nicht mehr in Polen. Und heute jetzt so eine große Stadt Danzig zu sehen, ist auf jeden Fall, es lohnt sich. Es ist nicht mehr so wie früher, dieses arme Polen gibt es, glaube ich, nicht mehr. Hier wurde viel renoviert, ich glaube, spätestens seit der EM, wo Polen und Ukraine war, haben die auch die ganzen Autobahnen neu gemacht, die ganzen Straßen wurden neu gemacht für Touristen, damit sie besser an ihre Ziele kommen. Doch, das ist schon alles vom Feinsten hier. Wasser. Dankeschön. Jetzt zieht euch das mal rein. Es gibt hier einfach. Ich zeig euch das mal. Das ist Jurek. Das ist das, was ich geguckt habe. Genau so sieht das hier aus. Mach mal einmal den Deckel auf, mein Schatz. Ja, Upsala. Bam. Das ist mal eine Suppe. Das ist eine Suppe. Das ist eine Suppe. Sowas nenne ich eine Suppe. So. Guten Appetit. Wie soll ich diese Suppe beschreiben? Das ist eine gute Frage. Das muss man ist, probiert haben, die Suppe. Das ist einfach Suppe. Der Hammer. Es schmeckt leicht säuerlich. Säuerlich. Genau. Dann auch wieder sehr pikant. Oh nee, das müsst ihr probieren. Das ist unbeschreiblich. Żurek ist eine richtig traditionelle Suppe. Die sollte man auf jeden Fall probiert haben, wenn man in Polen ist. Und hier wird sie sogar im Brot serviert. Digga, das ist 1A. Das ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Ja. Bam. Ja. Zack. Ja. Alter, mit Würstchenstücke drin und so. Mach du nochmal mit deinem Bild? Mit Handy? Das ist eine Suppe. Du hast sogar noch ein Ei drin. Wie sich das gehört. Wie sich das gehört. Wie sich das gehört. Ich kann die Suppe gar nicht beschreiben. Wie soll ich das beschreiben? Ihr müsst sie probieren. Das ist eine säuerliche Mehlsuppe mit Ei, Speck und Wurst drin. Genau. Das sind die Hauptzutaten. Da wird Milchschwitze gemacht. Genau. Das ist einfach Bombe. Was will man dagegen sagen? Besser kann man eine Suppe nicht machen. Das ist übrigens auch meine polnische Lieblingssuppe. Die hat meine Tante Basia, Ciocia Basia, früher in Polen. Endlevel. Hier, man kann natürlich auch am Ende richtig schön mit dem Löffel die Wände da abkratzen. Da hat man schön noch mit Kartoffeln mit drinne. Kann man hier alles essen. Mhm. Auch wie die serviert wird, also jetzt mal im Ernst. Das ist richtig, richtig, richtig nice. Und die kostet 28 Zloty. Das sind keine 8 Euro. Das ist mega. Einfach beste. Also wie gesagt, eine Suppe, die im Brot serviert wird. Ich habe da nochmal natürlich alles ausgekratzt. Schatz hat hier noch halt das halbe Brot mitgegessen. Mhm. Ist jetzt aber auch satt. Lecker, lecker, lecker. Das könnt ihr nochmal genießen. Super. Das hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Ist eine gute 7 von 10. Dazu muss ich sagen, ich kenne die Suppe von meiner Mama. Und die schmeckt einfach besser. Das ist eine 11 von 10. Aber das ist eine gute 7, 8 von 10. Allein wegen dem Brot hat es eigentlich schon 10 Punkte verdient. Ne? Also für den Preis 7 Euro. Unschlagbar. So, die Rechnung ist jetzt auch gerade gekommen. Damit ihr das mal sieht. Wir zahlen jetzt 89 Zloty, also knapp 21 Euro, 20 Euro für alles. Ja, da kann man nicht meckern. Nein, jetzt. Das wirst du nicht sehen. Ich schwör's dir. Da liegt er. Da liegt er. Heftig, hier ist einfach eine Schlange im Restaurant. Eine Python. Lass mich mal von hier gucken. Also im Restaurant drinne liegt einfach eine Schlange.
Krass. Wir nennen es das Schlangenrestaurant. Heftig. Selja? So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall durch. Also, da ist einfach ein Python. Da ist einfach ein Python im Boden, ey. Scheiße, Alter. Sowas haben wir auch noch nie gesehen. Krass. Damit war es das auch für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie man hier in Polen richtig geil Żurek essen kann. Also wir haben auf jeden Fall viel Spaß gehabt. Wir sind auch mega satt. Es hat super lecker geschmeckt. Also wie gesagt, für den Preis hier in Polen, in Danzig. Ja. Beste Suppe ever. Żurek aus dem Brot zu essen. Macht Weltklasse. Mit und berichtet uns. Genau. Wenn ihr mal in Danzig seid, kommt hierher, isst die Suppe, weil die schmeckt einfach hervorragend. So, ich zeige euch nochmal den Laden von außen. Wir verlassen den jetzt gerade. Also wie gesagt, hier direkt am Wasser, am Hilton. Keine 100 Meter vom Hilton entfernt. Ist hier der gute Laden. Das ist die Taverna Dominikańska. So sieht's aus. Da ist das Hilton und hier ist sofort die Taverne, wo wir die Suppe gegessen haben.